Jo, morgen ist Schlingel. 10.39 Uhr. Bin heute um 10 Uhr aufgestanden. Eine ganz geile Zeit eigentlich. Jetzt gehe ich erstmal mit Kylo schönes Ründchen spazieren. Ja. Und dann gegen 12 Uhr oder so geht es Richtung Hamburg. Oh Bruder, wenn ich dran denke, kriege ich richtig so ein flaues Gefühl, so ein Aufgeregtheitsgefühl im Magen. Und dann holen wir den Lambo ab, Digga. Ah ja. Schlingel, kleiner Einblick hier. Wir sind am Rumcruisen, wir fahren jetzt auf unbegrenzte Autobahn. Ich hoffe, man hört so halbwegs in der Instagram-Story, wie das Ding hier abgeht. Seid ihr ready? Moment. Einmal kurz gucken, ob einer kommt. Kommt keiner und 3, 2, 1 ab dafür. So, ich schlinge. Ich melde mich nochmal zur späten Stunde. Ich gehe jetzt gerade nach Hause. Auto ist sicher geparkt. Das Ding stelle ich mir auch nicht vor die Haustür. Ja, unbeschreiblich, Digga. Ich glaube persönlich, ich kann es eigentlich immer noch nicht realisieren, dass ich heute einen Lamborghini abgeholt habe, den ich mein Eigentum nennen darf. Ja, ich bin eben noch mit René durch Buxtehude gefahren und ich habe mich einfach daran erinnert, wie ich früher mit meiner Mutter mit dem Fahrrad durch Buxtehude gefahren bin. Später mit René auch mit dem Fahrrad. Und hätte da mir jemand gesagt, ey Marcel, irgendwann wärst du durch deine Hometown City, 21614 Buxtehude, die Liebe, dass da mit dem Lamborghini, den du dir gekauft hast, nachts durch die Gegend fahren. Bruder, ich hätte ihm den hier gezeigt. Unbeschreiblich, Freunde. Unbeschreiblich. Alles fing an vor 6 Jahren oder so. Dann habe ich mir ein Auto geholt, nachdem ich ein bisschen Geld mit YouTube verdient habe, beziehungsweise mein Opa hat mir das damals geliehen. 5.000 Euro, glaube ich, für einen C180 Mercedes. Ah, Digga. Und jetzt hat man ein Auto, was 300.000 Euro kostet.
Und alles nur damit, mit YouTube, Digga. Wo ich früher für belächelt worden. Von Freunden, sogenannten Freunden, Digga. Von irgendwelchen Leuten, die meinten, hey, du wirst damit zu nichts bringen und such dir einen normalen Job. Was lernen wir daraus, Freunde? Haltet immer an euren Träumen fest. Lasst euch von keinen Arschlöchern da reinsabbeln. Wichtig ist die Meinung der Familie. Enge Freunde, die Meinung zählt nur. Und zieht euer Ding durch. Und irgendwann, auch wenn man ein, zwei Mal gescheitert ist, irgendwann ist auch noch der Tag, wo es bei euch klappt und wo es nur noch bergauf gehen kann, Digga. Also in dem Sinne würde ich sagen, Kuss, Kuss, Kuss. Gute Nacht und schönes Wochenende euch. So, eigentlich hatte ich ja schon gute Nacht gesagt. Eine Sache ist mir aber noch eingefallen, die ich hier auch noch mal begradigen möchte. Ich habe mir das Auto nicht gekauft. Kostet 300.000 Euro das Auto. Ich bin jetzt einfach ehrlich zu euch. Ich habe mir das Auto nicht gekauft. Ich hätte es auch kaufen können mit einer fetten Anzahlung. Ich habe mich dafür entschieden, dieses Auto zu leasen. Ich habe 90.000 Euro angezahlt. Zahle monatlich meine Rate X. Und nach drei Jahren, löst sich dann der Leasingvertrag auf. Und das war's. Dann habe ich die Option, den Wagen danach zu kaufen oder ihn halt zurückzugeben oder selber zu verkaufen und den Restbetrag zu bezahlen. Ja. Das wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Klar, man hätte sich so ein Ding auch eventuell kaufen können, keine Frage. 90.000 Euro anzuzahlen ist auch ein Haufen Geld, aber ihr wisst, ich habe auch mein Geld gerade in zwei Wohnungen investiert und das wollte ich nochmal an der Stelle gesagt haben, nicht, dass ihr denkt, ich hätte mir den für 300.000 Euro bar geholt. Ja, aber 90.000 Euro Anzahlung ist natürlich auch saftig, keine Frage. Aber man lebt nur einmal, Freunde. Und ich lebe jetzt. Und was in 5 Jahren ist, ist mir scheißegal. Jetzt lebe ich. Freunde, wir sind immer noch auf Platz 1. Und eine Bitte habe ich an euch. Ich weiß, es haben sich zigtausende bei Amazon das Buch bestellt. Und ich würde mich freuen, wenn wir bei Amazon die 1000 Kundenresonanzen knacken würden. Das heißt, an die Leute, die sich das Buch bei Amazon geholt haben, lasst doch eine Bewertung da. Das dauert 2 Minuten, Digga. Und da muss einfach die magische Zahl von 1000 verdammte Scheiße, Kundenresonanzen hin. Ehre. Und immer noch Platz 1, Bruder.